inna ho faresi do samma haito holaretini holaretini. Sie ist eine tolle Künstlerin, ja, das ist klar. Holaretini, ja ho. Ja, hier haben wir da, das ist ja schon da. Deswegen wärst du bewaffnet mit Pinsel, wir malen heute deinen Kuhmaus. Ja, aber ich sitze jetzt in der Stuhlzeit da, so wärst du zuerst einmal Studie am lebenden Objekt gemacht, gell? Dann wir zuerst möchen und nein, dann wir mal nach. Möchen? Ja, hallo. Wir? Ja, Gott. Das haben schon ganz andere Reden gelernt. Okay, ja, nein, ins ist ja alles möglich. Also, wir gehen jetzt machen. Studie am lebenden Objekt, wird Chefin sagen. Die Künstlerin Theresia Innerhofer, die ja auch in Hollersbach ihren Biobauernhof hat, hat uns unterstützt, weil wir haben eben da diese Idee gehabt, dass wir mit ihr ein Bild malen, weil sie hat ja diese Kuhart. Sie malt ja total lässige Porträts von Kühen und nicht nur in den normalen Farben, würde ich jetzt mal sagen, sondern einfach ein bisschen ausgeflippt, aber eine wunderbare, tolle Künstlerin und natürlich auch haarbuchene Pinzgauerin, so wie halt wir auch sind, nicht? Jetzt haben wir natürlich reingeschaut, wir drei Damen, und haben händisch melken müssen oder dürfen, sagen wir mal so. Und es ist natürlich schon, wenn da so ein wahrhaftiges Tier direkt da steht und du versuchst da unter ihrem Bauch reinzukrabbeln, damit du da Milch kriegst und melken versuchst. Also wir haben schon einen schneidigen Respekt gehabt vor der ganzen Sache. Aber es war natürlich wieder sehr lustig. Jetzt ist das Jodeln vergangen, gell? Voll rein. Ja, sehr viel Respekt habe ich da, das sage ich. Jetzt sag ich die Resi, die Fachfrau, wie ihr das eigentlich ausschauen soll. Ja. Ja, okay. Resi, wir sind begeistert. So, jetzt dank der Melkmaschine ist mehr geworden, damit die Kalbe auch etwas haben. Und jetzt werden wir die Kalbe trinken. Nachdem wir die Studie am lebenden Objekt überstanden haben, gut gemacht haben, sind wir dann mit ihr in ihr Künstleratelier. Und da haben wir natürlich schon einen Einblick gekriegt, was die Resi macht und wie sie einfach ihre Kunst lebt und mit welcher Leidenschaft sie malt.